Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Heute mal ohne epischen Start hier. Ich muss mal ganz kurz hier, Moment, was machen. Hep, 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 hep. Hep, 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 hep. Uff, 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 uff. Und bevor wir hier weitermachen, eigentlich wollte ich jetzt zum Dungeon gehen, machen wir aber noch nicht, denn wir müssen noch so die ein oder andere Sache erledigen. Ich habe eigentlich eben auch schon aufgenommen, zwei Parts, beziehungsweise einen anderthalben. Und da sind wir auch schon in dieses Dungeon rein. Und ohne zu viel zu spoilern, will ich euch zeigen, was passiert ist. Ohne zu viel vom Dungeon zu spoilern, falls ihr das Spiel noch nicht kennt, ne? Will ich euch kurz zeigen, was passiert ist und weswegen ich jetzt gerade doch keine Lust auf diesen Dungeon habe. Ich glaube, das ist unser erster Game Over, ne? Nein! 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 Jetzt sag nicht nein. Nein. Komme ich zurück zu... Wow. 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 Einfach nur wow. Ich darf jetzt nochmal bis dahin spielen. Ja, genau das ist passiert und danach konnte ich nichts mehr machen und jetzt bin ich wieder hier an dieser Stelle, wo wir aufgehört hatten. Gott sei Dank sind die Videos schon geschnitten und gerendert. Und wir warten uns jetzt erst einmal nach Firone, würde ich mal sagen. In den Fironewald ist... Der Fironewald. Ich hoffe, dass das jetzt eine einmalige Sache war, dass das Spiel abgeschmiert ist. Ich möchte nicht, dass dies noch einmal geschieht. So, Majora's Mask hat Nochi übrigens gelehrt. Wenn jemand zu mir sagt, mehr, dann bin ich gewillt, mehr zu geben. Ja. Und ja, ich hoffe doch mal, dass ich es jetzt schaffe, ein bisschen mehr vorzuproduzieren. Wir wollen mal kurz zum Männchen werden. Nicht zum Menschen, sondern zum Männchen. So, denn wir wollen uns jetzt mal noch die ein oder andere Sache holen, die wir tatsächlich vergessen haben. Oh mein Gott, wie scheiße bin ich denn? Denke ich mir dabei nur. Nämlich müssen wir einmal hier rüber. Zu diesem jungen Gesellen hier. Zu diesem jungen Junggesellen. Hi. Oh, du hast mich geweckt. Danke. Ja, Öl willst du? Du kannst entweder für 100 Rubinen eine Flasche Öl kaufen. Ja, wir kaufen eine Flasche Öl. Das Ding ist nämlich... Und, was ist zum Schreien? Ja, bla bla bla. Das Ding ist nämlich, wenn ich jetzt in die Items gucke, haben wir jetzt zwei Flaschis, ne? Wir haben jetzt zwei Flaschis, ja, ja. Wir haben jetzt zwei Flaschen, das ist super, super geil jetzt. Und, ich habe so ein bisschen was vor, tatsächlich. Was wir noch alles machen müssen... Als nächstes warpen wir uns, damit ich das später halt auch nicht machen muss. Wir wollen ja auch mal hier hin zu dem Wolfi Wolfington. Wie kommen wir dahin? Ganz einfach, wir müssen von da aus dahin. Das heißt, ich muss dahin laufen. Okay. Das heißt, ich muss dahin laufen. Ganz einfache Sache. Und da sowieso noch... Ach, guck mal da. Gucke da. Gucke da. Ach, bumm, 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 bumm. Ja. Brauchen sowieso noch ein paar Rubine, das ist goodie. Und hier zum Wolf werden. Oder auch nicht. Alles gut. Und da haben wir eine Eulenstatue, die brauchen wir später. Da haben wir eine Dom-Statue. Eins nice Dom-Statue. Kann ich natürlich das Ding, was ich gesagt habe, gut für ein Thumbnail. Kann ich auch vergessen, natürlich. Ich den Part nicht nehmen kann. Weil, das ist scheiße. Das ist absolute Scheiße jetzt.
So, wir sind jetzt auf der Ebene von Hyrule. Und zwar da unten. Und da müssen wir jetzt einmal geradeaus. Und vielleicht sehen wir hier noch den einen oder anderen Geist. Das wäre eigentlich... mal ganz cool. Wenn wir hier vielleicht noch den einen oder anderen Geist sehen, wäre das super. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass hier einer ist. Ah, haben wir hier vielleicht noch einen Geist? Wie viele Geisterseelen haben wir denn überhaupt? 18. Wir brauchen noch 2 Stück. Wir brauchen noch 2 Stück. 2 an der Zahl brauchen wir noch. 2. 2 brauchen wir noch. 2. So. Okay, einfach weiter. Ich weiß, da ist ein Rubin gedroppt. Hä? Hatte ich nicht eben noch über 100 Rubine? Hatte ich nicht eben noch über 100? Ah, ich habe eine Flasche gekauft. Natürlich, ich Idiot. Ne? Steh auf, dass ich dich töten kann. Oder auch nicht. Komm, wir gehen einfach weiter. Ach, da kommen wir ja noch gar nicht durch, ne? Aber wie kommen wir denn an den Wolf ran? Wie kommen wir an den Wolf ran? Wir machen das jetzt... huch, mal anders. Wir warpen uns nach da. Ich würde gerne an den Wolfi Wolfington. Weil wir müssen da irgendwann hin. So. Und wir müssten auch eigentlich warten, bis Tag ist. Wir müssten auch eigentlich warten, bis Tag ist. Wir können aber nicht warten. So. Zack. Und dann die Stadt nach Süden verlassen. Nach Süden verlassen. Nach Süden. Oh. Ja, so macht er immer. Oi. Oi. Okay. Die Stadt nach Süden verlassen. So. Ja, ja. Ba, 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 ba. La, da, da, da. La, da. Da, 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 da. Shubidu-wa-pua. Ich heiße Angela. Nein, heiße ich nicht. So. Ist der Wolf... pass mal auf. Wir gucken nochmal kurz auf die Karte. Gucke da. Der ist hier. Hier unten rechts. Also von uns jetzt aus gesehen rechts. Sitzt der hier einfach? Nee, der ist da unten wahrscheinlich, ne? Aber da kommen wir gar nicht hin. Doch. Wir kommen dahin. Okay, was willst du? Hm? Wenn ich etwas Quellwasser trinken und wieder zu Kräften kommen würde, könnte ich diesen Felsen vielleicht bewegen. Ja, wo kriege ich Quellwasser her, ist die Frage. Das müssen wir kaufen oder so. Oder wir kriegen das von dem Goron-Jungen? Da ist der güldene Wolf. Und da unten geht's in die Kanäle. Da wollen wir ja nicht unbedingt rein, oder? Wollen wir das? Wollen wir das? Ich glaube eher nicht, ne? Ich würde gerne hier mal gucken. Wenn das nicht das vergessene Plateau ist, dann weiß ich auch nicht. So. Ich mache nur Spaß, ne? Ich mache nur Spaß. Wir wollen hier keine Theorien aufstellen. Wir wollen hier spielen. Wir wollen hier Spaß haben. Und wir wollen mit diesem Wolfi hier sprechen. Oh, der hat meine ganzen Presets im Schneideprogramm verdattelt, dass ich das jetzt alles neu einstellen muss. Das kann sein, dass sich das jetzt anders anhört. Sei mir gegrüßt,
Es wird Zeit, das Geheimnis und die verbleibenden okkulten Künste zu lüften, die ich dich noch lehren will. Unter den Techniken, die ich dich lehren werde, sind einige, die sogar dich selbst in Gefahr bringen können. Willst du auch diese erlernen? Ja. Also gut. Aber zuvor zeige mir, ob du den Helmspalter beherrschst, den ich dich das letzte Mal gelehrt habe. Es tut mir leid, ich war gestern Abend ein Trinken mit alten Bekannten. Kennst du nicht. Horrorkit und so. Aber alles gut. Also los, greif mich an. Und rutsch! Achso, und dann nochmal angreifen. Sehr gut, du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann, die fünfte okkulte Kunst. Das Blankziehen. Wir dürfen uns endlich ausziehen. Ja. Es gibt Meister des Schwertes in dieser Welt, die selbst gegen Schildattacke und Rundumhieb gewappnet sind. Ich werde dich nun die Kunst des Blankziehens lehren, die dich dazu befähigt, auch mit solchen Gegnern fertig zu werden. Behalte dein Schwert in der Scheide und erwarte deinen Gegner, ohne ihn mit ZL anzuvisieren. Ziehe dann mit A dein Schwert noch, bevor der Gegner deine Bewegung vorausahnen kann. Unvorstellbar, oder? Diese Technik nennt man Blankziehen. Also dann, versuch's mal. Nun, das war ein kühner Schlag, aber vergiss nie, dass du mit dieser Technik auch dein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Du hast nun auch die fünfte okkulte Kunst, das Blankziehen, erlernt. Du hast das Blankziehen erlernt. Nun gibt es noch zwei okkulte Künste, die du lernen musst. Übe dich täglich im Schwertkampf. Nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Mögen sich unsere Wege erneut kreuzen. Oh ja, ich habe wieder dazwischen gequatscht, ne? Das war eigentlich so saudumm, wie es nur saudumm sein kann. Ich werde die Parts jetzt, bis wir zum Dungeon gehen, ein bisschen kürzer halten. Das hat folgenden Nachteil für euch. Wir kommen nicht so gut voran. Das hat aber auch folgenden Vorteil für euch. Es gibt mehr Parts. Ich kann mehr fortproduzieren, weil ich bin ja bald ein paar Tage im Urlaub. Und da kann ich nicht aufnehmen und in der Zeit soll ja für Videos gesorgt sein. Und deswegen gucken wir, dass wir so 15 Minuten machen. Ich versuche jetzt noch eine Sache zu machen. An die Kiste kommen wir auch bald ran, nach dem nächsten Dungeon. Das werde ich heute allerdings nicht mehr aufnehmen können. Ich habe nämlich jetzt nur noch eine Stunde ungefähr Zeit. So eine Stunde habe ich noch Zeit. Und ich liebe diese Musik, ne? Ich liebe diese Musik. Da war der Drop. Hier war auf jeden Fall mal ein, wie heißt das? Ein Insekt, was wir noch holen müssen. War das hier? Nee, oder? Das war da unten, ne? Hier. Aber das haben wir, glaube ich, schon, oder? Der Marienkäfer weiblich. Ja, da haben wir schon ein Exemplar. Von diesem Insekt haben wir schon ein Exemplar. Das ist schön, dass wir das haben. Aber das ist nicht so produktiv, wenn wir es tausendmal einsammeln. So, dann rohle Gänschen. Eine Sache würde ich nämlich jetzt gerne noch machen in diesem Part. Dann kommen wir zwar über 15 Minuten, aber das ist nicht schlimm. Ja, gucken wir mal, dass wir so auf 18, 20 Minuten gehen. Ist ja auch vollkommen okay. Wir müssen zum Zirkuszelt. Wo war dieses Zirkuszelt? War das im Westen oder im Osten? Ich weiß es nicht. Du kleiner Fisch. Etwa im Westen des Landes. Quack, 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 quack. La 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 la. Hör auf, Magneta zu bespannen. Ich hab's genau gesehen, dass du da am Fenster standest. So!
Da ist das Zirkuszelt. Ich habe die ganze Zeit geguckt, wo es links ist. Hier. Ob ich bald die Show anfängt? Die Show mal. Macht bald mal jemand auf? Ja. Wir machen das Ganze mal so und so. Und da steht Star. Stab steht da. Stab. Und hier ist dunkel. Das war mein Stuhl. Hey. Junger Freund, willkommen im Reich der Träume und Hoffnungen. Hier kannst du dich fühlen wie ein echter Star im Zirkus und gleichzeitig tolle Preise gewinnen. Du hast richtig gehört, hier kannst du dich bei der Star Challenge versuchen. Die Regeln sind ganz einfach. Sammle alle Sterne schnellstens ein, bevor die Zeit abgelaufen ist. Schaffst du doch, oder? Star. Ist doch ein netter Name, oder? Also was ist? Sei kein Trauergloss. Olympic 10 Rubine kannst du dich der Herausforderung stellen. Bist du dabei? Danke, danke, junger Freund. Das Spiel fängt an, sobald du den Käfig betrittst. Also, gib alles. Alles klar? Dann los! Okay. So. Wir müssen Sterne sammeln. Und zwar im besten Fall so viele wie möglich. Am besten alle. Ne? So. Hier rüber. Das schaffen wir doch nie im Leben. Weil ich mich zu doof anstelle. Ne. Oh nein, was für ein Jammer. Ja, komm, nochmal. Okay, ich muss mich mal anders hinsetzen. So. Okay. Dann mal los. Erst hier rüber. Zack. Dann. Mach mal ein bisschen schneller hier. Dann da hoch. So, zack. Dann wieder hier runter. Zack, den haben wir. Dann gehen wir da lang. Dann können wir gleich zwei einsammeln. So, dann gehen wir hier rüber. Dann können wir gleich drei einsammeln. Dann gehen wir hier runter. So, und dann hier rüber und... nice! Oh, unmöglich. Das ist ja fantastisch. Ein neuer Star wird geboren. Und einen Preis bekommst du natürlich auch. Hier, bitte. Wir sind großen Köcher, jetzt können wir bis zu 60 Pfeile aufbewahren. Also gut, der nächste Level wird speziell für dich entworfen, aber für niemanden sollst, als besonderer Service für echte Stars. Das solltest du dir nicht entgehen lassen, ein echter Knaller. Daran lässt du dir die Zähne ausbeißen. Den können wir tatsächlich auch noch nicht machen. Weil wir dafür noch ein Item brauchen, beziehungsweise wir können es versuchen, aber wir werden es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen. Wahnsinn, da ist er ja! Wenn ich euch anspreche... Spitze, er hat mit uns gesprochen! Ist euch eigentlich mal was aufgefallen? Guckt euch mal die Farben von denen an. Din, Nairo, Faro. Kleines Easter Egg. Oh, guck mal, ein Hundi. Oh, süß. Süß. Sweet. Oh, ist das süß. Kann ich den Hund entführen, bitte? Das ist jetzt meiner. Ich lasse dich runter, okay? So, okay, liebe Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen doch gerne ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Bis dahin und tschaußen!